Herr Sprecher der FPÖ, Gerhard Daimig. Ja, drei Punkte sind es, die bei dieser durchaus kleinen, aber doch wichtigen FSG-Novelle uns interessant erscheinen. Das erste ist das Kapitel für Schüler und Studenten, das Führerscheinkapitel, nämlich einerseits die Verlängerung, gerade wenn man im Ausland zur Schule geht oder studiert, dass auch dann ohne einen Wohnsitz die Verlängerung zulässig ist und auch nicht uninteressant, wenn man mehr als 6 Monate, und gerade bei Studenten ist das immer der Fall, wenn man mehr als 6 Monate aufenthältig ist, dass man vom Mehrphasenführerschein befreit ist. Auch interessant und durchaus von uns begrüßt ist das Lenken unbesetzter Busse, das man ja durchaus dann mit einem LKW vergleichen kann, mit dem C-Führerschein, wenn er vor dem Jahr 13 gemacht wurde und erhalten hat. Erlauben Sie mir aber ein paar Worte auch zum Thema der Perfektionsfahrten. Wir wissen oder wir finden die Diskussionsphase, die ist am Anfang bei der ersten Willensbildung zu diesem Gesetz gegeben hat, die Diskussion zwischen den Fahrschulen einerseits und den Clubs auf der anderen Seite. Natürlich, wir wissen, es gibt Fahrschulen, die sich was antun, die investieren, die Qualität hochhalten wollen. Ja, aber im Sinne auch eines vollkommenen Marktes gibt es eher, sagen wir, den billigen Bereich, den günstigeren Bereich. Und in diesem Zusammenhang finden wir es durchaus wichtig, dass man jetzt dann auch die Clubs dazugenommen hat. Kollege Willi, ich würde nicht von Reichshälften sprechen, denn da herinnen sieht man, es gibt die Hälften immer, wir reden höchstens von Dritteln oder Vierteln. Der ÖAMTC, den würde ich nicht unbedingt als schwarzen Verein titulieren. Er bemüht sich sehr, alle anzusprechen und er hat auch natürlich rote und blaue Mitglieder, möglicherweise auch ein paar grüne. Auch der ARBÖ ist nicht eine rein rote Organisation und diese beiden Clubs haben sich wirklich mit viel Geld, mit viel Engagement in diesem Bereich einiges verdient. Nicht nur das Investment in Anlagen, dass man das auch wirklich machen kann, dass man dort alles Mögliche testen kann. Die Clubs waren die Ersten, die immer wieder darauf hingewiesen haben, wie wichtig das Perfektionieren zur reinen Schule ist, dass man immer wieder das machen sollte. Bei den anderen Clubs, die du zitiert hast, wäre mir das nicht so aufgefallen. Und gerade der VCÖ, der überall glaubt, Expertise zu haben und sie auch abgeben zu müssen, der ist halt genau da ein bisschen schwach. So ist es. Der Kollege von der SPÖ sagt ja ganz richtig, wo sind denn die Mängel? Wir wollen da nicht drüber diskutieren, ob wir das Dorf auf der Straße haben können oder nicht. Es geht um Verkehrssicherheit, es geht um das Reduzieren von Unfällen, um das Reduzieren der Verkehrstoten, es geht um mehr Sicherheit auf der Straße und das machen die bestehenden Clubs, das machen sie hervorragend. Gemeinsam mit den Fahrschulen wird es möglich sein, das zu verbessern. Den VCÖ, der soll wieder um Spenden betteln gehen. Ich hoffe, dass er möglichst bei wenig Regierungsorganisationen aus den Ländern oder aus der Bundesregierung was kriegt. Das reicht an und für sich. Ein Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit sei die Novelle des Führerscheingesetzes, genauso wie die Autofahrerclubs, sagt Gerd Daimek, Verkehrssprecher der FPÖ. Nächster Verkehrssprecher.